Anhold Thaimin Krause ist an der Seite von Ekaterina Leonova ins Halbfinale von Let's Dance eingezogen. Chefjuror Joachim Jambi machte eine vielseitige Andeutung. Er hat es geschafft. Mentalist Thaimin Krause ist mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova ins Halbfinale der Tanzshow Let's Dance getanzt. Doch viele Fans interessiert inzwischen offenbar viel mehr, was da hinter den Kulissen zwischen dem Paar passiert. Denn schon seit Wochen wird über eine angebliche Liebesbeziehung zwischen den beiden Tänzern spekuliert. Was läuft da wirklich bei Ekaterina Leonova, 36, und Thaimin Krause, 28? Schon bevor bekannt wurde, dass sowohl die Profitänzerin als auch der Mentalist aus Anhold ihre Beziehungen beendet haben sollen, merkten die Zuschauer das Knistern zwischen den beiden. Viele Fans sind sich längst einig. Ekaterina Leonova und Thaimin Krause wären ein echtes Traumpaar. Auch an diesem Freitag zeigten sich die beiden in der Show erneut ganz vertraut. Ekaterina und Thaimin legten einen heißen Tango aufs Parkett. Bei der anschließenden Beurteilung konnte sich Chefjuror Joachim Jambi eine vielsagende Bemerkung nicht verkneifen. Dieser Tanz ist ein erotischer Tanz zwischen Mann und Frau. Der passt heute wie die Faust aufs Auge für euch. Und auch Jurykollege Jorge González fiel das perfekte Zusammenspiel zwischen ihnen auf. Thaimin hat gelacht. Was läuft da, dass du heute so gelacht hast? Fragte er vielsagend. Bevor der 28-Jährige antworten konnte, eilte Moderator Daniel Hartwig zur Hilfe und verabschiedete das Paar von der Tanzfläche. Ums Einziehen in das Halbfinale mussten Thaimin und Ekaterina zittern. Wenn das gleich meiner oder unser Applaus sein sollte, dann möchte ich den letzten Applaus ganz alleine dir widmen. Ekat, du bist fantastisch, sagte der Anhold stammende Mentalist. Doch am Ende reichte es dann doch noch. Sie konnten sich gegen Isabel Edwardson, 40, und Knossi, 36, durchsetzen und ergatterten den letzten Platz für die Halbfinalshow am Freitag.